Hi meine Lieben, hier ist wieder eure Naya. Ich bin zurück mit dem nächsten Thema und zwar mit dem neuen Day of the Week. Die Nummer 3 ist das jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. So, heute geht es um diesen Nagellack. Ich bin total begeistert. Ich habe den entdeckt und wollte ihn euch unbedingt zeigen. Das ist ein dunkelbraun, ich hoffe man sieht das jetzt irgendwie, der aber einen wunderschönen Duochrom-Effekt hat, also so einen Glitzereffekt Richtung dunkelgrün. Und immer in diesem Lichtschein sieht man das auch. Und wenn dann mal kein Licht drauf fällt, dann sieht man dieses Braun halt als vorherrschende Farbe. Es ist eine wunderschöne Farbe und total spannend auf den Nägeln. Ich gucke total gerne hin. Und aber nicht zu aufdringlich. Dadurch, dass Braun halt als Grundton ist, hat das irgendwo noch was, wie sagt man, Dezentes jetzt, doch könnte man so bezeichnen. Auf jeden Fall wunderschöne Farbe. Und den wollte ich euch unbedingt zeigen. Und den Nagellack habe ich entdeckt, da waren wir in Österreich gewesen, im Biber. Das ist sowas wie ein DM oder wie ein Müller hier bei uns in Deutschland. Und das ist dieser hier. Die Marke heißt Look. Oder besser gesagt, Look by Biber heißt sie direkt auch nochmal. Und das ist halt wirklich dieser wunderschöne Braunton mit dem grünen Glitzereffekt drin. Das ist einfach total cool. Also sie ist mir auch gleich aufgefallen. Ich habe sofort an den Koboldgelüste von Cosmetic Cosmo gedacht. Das ist einfach eine total geile Farbe. Und richtig super. Also ich muss sagen, die ließ sich auch gut auftragen. Ich habe den, wie gesagt, in zwei Schichten, einfach damit er ein bisschen deckender ist. Und dann ist der Effekt auch viel, viel schöner. Und der hat, glaube ich, 1,99 € gekostet. Also auch vollkommen vertretbar für einen Nagellack, in Ordnung. Also ich finde, es ist eine wunderschöne, richtig spannende Farbe. Und total geil. Wahnsinn. Als Basecoat habe ich im Moment wieder den Base in Care Coat von P2 benutzt. Das ist dieser hier. Den hatte ich euch auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Der so ein bisschen roséfarben quasi ist. Und da muss ich sagen, diesmal ist mir das besonders aufgefallen. Ich habe ja, oder andere bestimmt auch, immer so kleine Wachstumswellen quasi in den Nägeln drin. Einfach wenn man von der Seite sieht, man sieht, dass der so ein bisschen uneben ist. Diesmal ist es mir besonders aufgefallen, dass der diese Rillen sehr gut ausgeglichen hat. Also nicht nur die Rillen Richtung Wachstum, sondern eben auch diese großen Unebenheiten einfach. Und das fand ich halt richtig schön, vor allem bei einem Duochrom-Lack oder bei so einem, der richtig schönen Glanzfinish haben soll, ist es halt besonders schön, wenn dieser Glanz dann auch geradlinig verläuft, weil das Licht halt drauf fällt und die Fläche ungefähr eben ist. Es hat einen sehr, sehr schönen Effekt, finde ich jedenfalls. Und da muss ich sagen, hat er sich sehr gut geschlagen. Also ich fand ihn wirklich gut, der hat das schön ebenmäßig gemacht, also fand ich richtig super. Also der mausert sich langsam zu einem meiner Lieblinge, was so die Basecoats angeht. Und ich muss sagen, ich finde es schön, dass ich ihn ausprobiert habe. Da freue ich mich richtig drüber. Und natürlich, wie kann es anders sein? Schon wieder mein Essence Better Than Gel Nails Top Sealer. Einfach, weil ich so unglaublich mit dem zufrieden bin. Ihr kennt den ja schon zigfach von mir. Und ich finde den ganz, ganz super. Also ich bin sehr zufrieden mit dem und die Nagellacke halten teilweise länger als eine Woche. Ihr wisst, ihr solltet den Nagellack aber nicht unbedingt länger als eine Woche drauf lassen, einfach weil das für den Nagel an sich nicht so gut ist. Aber einfach, dass der Nagellack dann immer noch frisch und so gut wie unbenutzt und ganz, ganz wenig Kratzer, wenn überhaupt Kratzer, wirklich so aussieht. Das Einzige, was sich verändert, ist natürlich hier oben dieser kleine Rand, weil dadurch, dass man die Finger und die Hände benutzt, sei es, dass man in Unterlagen blättert oder dass man irgendwo was benutzt, das passiert halt einfach. Das schrammt sich so ein bisschen ganz leicht ab. Also einfach nur diese ganz leichte Abnutzung. Aber das ist so minimal, das fällt gar nicht auf. Und ansonsten ist der Lack unglaublich glatt, unglaublich widerstandsfähig. Da kann wirklich mal was lang kratzen. Und ich denke so, oh Gott, scheiße. Aber sieht top aus. Bin ich richtig zufrieden mit. So, wie immer ist mein Day of the Week gar nicht so lang. Das muss es aber auch eigentlich gar nicht. Das ist wirklich nur, um kurz diesen Nagellack zu zeigen. Ich finde ihn so wunderschön. Ich bin total verliebt. Und ihr wisst, ich stehe auf alle möglichen bunten, schillernden Farben. Vor allen Dingen welche, die die Farbe noch wechseln oder so einen Duochrom-Effekt drin haben. Liebe ich total. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Ich würde mich sehr drüber freuen. Ansonsten, wie hat euch der Nagellack gefallen? Ich finde ihn richtig cool. Wie wirkt er auf euch? Ich hoffe wirklich, dass das in der Kamera rüberkommt, was ich meine. Es ist jedenfalls eine wunderschöne, interessante Farbe. Und schreibt mir ruhig unten in die Kommentare rein. Würde ich mich sehr drüber freuen. Okay, ich freue mich schon aufs nächste Video und bis bald. Tschüss!